Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast. Von und mit Nele Handwerker. Ich habe heute Frank Sandmann zu Gast im Interview. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator und Autor und außerdem MS-Patient und wir unterhalten uns darüber, wie er sich für seine Karriere entschieden hat und wie er es schafft, mit MS aber vor allem ein schönes und spannendes Leben zu leben und wie er das vielseitig zusammensetzt aus verschiedensten Einkommensquellen. MS Perspektive. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute Frank Sandmann zu Gast. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator und Autor. Und er hat vor einiger Zeit die Diagnose MS. Das war im Prinzip der Grund, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Denn er schreibt auch eine Kolumne in dem Magazin von meinem Medikamentenanbieter. Und die fand ich immer total witzig. Da habe ich gedacht, den Frank Sandmann, den muss ich mal hier zu Gast haben. Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Ganz liebes Hallo nach Berlin. Hallo Frank. Ja, hallo. Ich freue mich. Ja, da bin genau. Ich. Kannst du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal kurz ein bisschen vorstellen? Wie versuche ich mich? Also man sieht mich ja jetzt nicht, ne? Man hört mich ja nur. Also optisch werde ich gerne verglichen, ganz früher mit Boris Becker, als ich ungefähr genauso alt war wie der. Okay. Das hat es, selbst meine Mutter hat es gesagt. Später wurde ich dann verglichen mit Stefan Raab. Dann kam Harpe Kerkeling noch dazu, der lustigerweise aus der gleichen Stadt kommt wie ich. Mhm. Ich bevorzuge inzwischen zu sagen, ich sehe aus wie Frank Sandmann. Das finde ich gut. Und ich werde bald 55, komme aus dem Pott. Also da, wo Harpe Kerkeling auch herkommt, aus dem Kreis Recklinghausen. Genauer gesagt aus Mahl der Stadt mit dem Adolf-Grimme-Preis und mehr sollte man über die Stadt auch nicht wissen, es lohnt nicht. Ansonsten bin ich verheiratet, habe keine Kinder und habe das Gefühl, ich bin auf der Welt, um gute Laune zu verbreiten. Sehr schön. Ja. Also ich finde, du hast dich besser gehalten als die meisten dieser Herren. Obwohl ich für Harpe Kerkeling nicht sprechen will, was ich gerade nie wie er aktuell aussieht, aber er hat sich verdoppelt in den letzten Jahren, das kann man wohl sagen. Genau, ja. Und Boris Becker hatte ich mal mit auf dem Flieger sitzen, er in der Business, ich normal, aber er sah nicht gut aus, er hatte sich nicht so gut gehalten. Ja, egal. Er hatte auch schon zwei falsche Hüften, ne? Also der hat ja schon, er war Leistungssportler, was soll er machen, ne? Genau. Ja. Genau. Gut, kommen wir mal zu dem Grund, warum du hier bist, auch wenn wir dann uns über ganz viele andere schöne Dinge unterhalten. Wann hast du denn die Diagnose MS erhalten und welches Symptom stand bei dir am Anfang? Ich kann das immer nicht so genau sagen, ich war, glaube ich, 31, also ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert her. Und ich habe es gemerkt, mein kleiner Finger war taub. Mhm. Und dachte so, was dann immer die Menschen so denken, wenn irgendwas taub ist, Bandscheibe eingeklemmt oder so. Ne? Mhm. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und sagte dann, ja, hier, guck mal, was ist das? Und der sagte dann relativ schnell so, nee, ist nicht Bandscheibe, müsste mal stationär irgendwie untersucht werden. Ich habe mit dem Begriff nichts anfangen können. Ich dachte so, stationär wäre, also ich glaube, es hat eine halbe Stunde gebraucht, ich glaube sogar einen ganzen Tag, bis ich geschnallt habe, was der mit stationär meinte. Weil ich war auch nie im Krankenhaus vorher und hatte auch nichts und so. Ja, und dann hat er mir auch nicht verraten, was sein Verdacht ist. Und mir war das auch egal. Ich dachte, okay, nimmst du mal den Lappen mit, gehst du mal irgendwie, suchst du ein Krankenhaus. Und ich war damals in einer Beziehung mit einem Krankenpfleger beziehungsweise Theaterwissenschaftler, bin ich ja selber. Wie heißt das? Pflegepädagoge, so. Mhm. Und der hat mich dann gefragt, sag mal hier, was steht denn da auf der Überweisung? Und ich las ihm das dann vor. Encephalomyelitis disseminata. Mhm. Das habe ich mir dann irgendwann gemerkt, weil es so schön klingt. Und dann hörte ich am anderen Ende vom Telefon nur so, oh.
Und ich so, was heißt denn das jetzt hier? Ich sage, ich kann damit nichts anfangen. Ja, sagt er mit Multiple Sklerose. Und ich dachte nur so, ach so, ist ja interessant. Also bin dann ins Krankenhaus gegangen und dann wurde das untersucht. Und es hat sich dann aber in den Tagen so weiter ausgebreitet, dass ich dann merkte, vom kleinen Finger ging es in den ganzen Arm. Mhm. Dann die linke Oberkörperhälfte. Dann auch ein bisschen das Gesicht und so. Und ich dachte, aha, das ist ja interessant. Da hinten ist... Meine Tochter im Hintergrund, die versucht, die Tür einzurammen. Entschuldigung. Ich nehme das wahr. Also mich stört es nicht, aber ich denke, für die Aufnahme ist es vielleicht doof, oder? Oh ja, wir müssen die Hörerinnen und Hörer ertragen hier da draußen. Okay, Kinder sind wichtig. Genau. Ja, und dann war ich im Krankenhaus und es war dann schon so ein bisschen komisch, weil... Ich habe das, für mich war das eigentlich gar kein wirkliches Thema. Also ich habe das wahrgenommen und gesagt, ja komm, ey, ja, da ist jetzt irgendwas. Und dann haben die mir auch gleich Cortison gegeben und dann kam das ganze Rabatz im Krankenhaus mit den üblichen Untersuchungen. Ich kann mich nur erinnern, diese Lumbalpunktion, die dann gemacht worden ist. Da haben mich damals, es ist ja wirklich auch schon 25 Jahre her jetzt fast, da haben mich irgendwie drei Ärzte festgehalten und einer hat es gemacht. Und es war wirklich so, dass ich dachte, um Gottes Willen, was machen die denn jetzt hier? Das war also ganz, ganz dramatisch alles, fühlte sich das an. Und ich kannte das ein bisschen, weil ich hatte vorher in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, vor meinem Studium und hatte da Zivildienst gemacht. Und das war eine geschlossene Psychiatrie, da gab es auch Forensik und solche Geschichten. Und da wurde auch immer geguckt, was ist mit den Leuten. Und ab und zu gab es das Thema Lumbalpunktion auch. Und das habe ich dann gewusst, das muss in etwa das Gleiche gewesen sein, was sie bei mir gemacht haben. Und nach dieser Cortisontherapie, die ich damals 5 Tage bekommen habe, ich glaube 2000 Milligramm am Tag, bin ich dann entlassen worden und dann war das Thema für mich erstmal erledigt. Okay, also du hast keine Probleme, also manche sind ja total geschockt, wenn die Diagnose bekommen, aber das klingt bei dir recht entspannt. Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich komme aus dem Pott und im Pott ist ja mehr so die Haltung so, ja komm, ey, was ist, ne, es ist wie es ist, mach kein Theater, komm, muss ja, nutzt ja nichts. Und so war ich wahrscheinlich auch gestrickt. Es war ein bisschen komisch, weil die Leute um mich herum haben alle am Rad gedreht. Das habe ich schon gemerkt irgendwie. Und ich habe dann nur gesagt, ja komm, ey, ist easy so. Ne? Ich bin dann eher so pragmatisch und sag dann, ja, da wird es ja schon irgendwas geben. Gib mir das Zeug, ich tue das rein und dann kommt das dabei raus und dann bin ich auch wieder gesund. Und dann ist schön. Und so war es dann ja auch immer. Ich habe dann zwar über die Jahre, ich glaube in der Summe 8-mal einen Schub gehabt. Also und das war aber lustig, weil das war dann nie so, dass ich, es war nie wie beim ersten Mal. Es war dann ab da immer Bauchnabel abwärts. Es war wie so eine Querschnittslähmung, ne? Es ging ja so richtig in der Mitte ab Bauchnabel runter und dann war das alles taub oder so Missempfindungen und so und ein bisschen schwindlig war mir auch in der Zeit immer mal so und aber ich habe dann gesagt, ja komm hier, gib mal Cortison, dann ist schön. Das Blöde ist nur, nach der Cortisontherapie war das dann immer so, dass ich das wurde von Mal zu Mal blöder. Das habe ich dann schon gemerkt. Also beim letzten Mal kann ich mich erinnern, ich glaube, ich habe 8 Wochen gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist das endlich weg, das Zeug. Das Übliche, ne? Blähbauch, du fühlst dich wie ein Fesselballon und schwitzt wie Harry und überall Pickel auf der Haut. Die Haut fühlt sich komisch an. Was bei mir interessant ist, die Stimme ging sofort kaputt. Das hat mich gestört. Das mein Instrument, mit dem ich viel mache, war dann einfach kaputt. Das hat mich wirklich gestört. Die wurde dann so komisch. Die klang dann sehr rau, so ein bisschen so. Und das fand ich irgendwie ganz, und ich konnte nichts dagegen machen. Und musste es einfach abwarten. Und ich habe dauernd geheult wegen jedem Scheiß. Also, ich weiß nicht, das ging so auf die Psyche, das war mir gar nicht klar. Und aber wie gesagt, das wurde von Mal zu Mal schlimmer. Das war am Anfang, war mir das egal. Und zum Schluss dachte ich, oh nee, komm, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt will ich das nicht nochmal. Und dann irgendwann kamen ja auch dann Basistherapien dazu und Ja, genau. Und hast du da hast du Basistherapien genommen? Hast du mehrere ausprobiert? Wie ist da der Stand bei dir?
Im Moment nehme ich gar nichts, schon ganz lange nicht mehr. Ich habe am Anfang mal Imurec, glaube ich, war das. Das war so ein Immunsuppressivum. Mhm. Das habe ich, glaube ich, nach 3 Wochen ich habe schon eine Zeit lang, nur 3 Monate vielleicht, weil ich habe da in der Zeit war mein Hobby, dass ich alle 5 Minuten zum Augenarzt rennen musste, weil meine Augen permanent geschwollen und entzündet waren davon. Ich hatte richtig so, als hätte ich chronische, Gerstenkorn. Und das war richtig blöd und dann habe ich das auch ganz schnell wieder abgesetzt, weil ich einfach für allen möglichen Mist anfällig war. Dann habe ich lange Copaxone gespritzt. Dann irgendwann abgesetzt und dann gewechselt auf ein Interferon. Das habe ich dann aber auch irgendwann abgesetzt und dann habe ich gesagt, so jetzt gucken wir doch mal, ob ich das nicht vielleicht ohne alles irgendwie hinkriege und das läuft halt jetzt so. Und ich habe wirklich, also den letzten Schub habe ich vor 12 Jahren gehabt. Also und du lässt MRT und sowas checken? Das ist so, alle 2 Jahre mache ich mal ein MRT, wobei da muss ich auch zusagen, ich meine, du bist wie alt? Du bist 15 Jahre jünger als ich, glaube ich. Ich bin zarte 40. Zarte 40, so, ne? Ja, es kann ja alles noch kommen, es muss nicht so sein, aber ich habe festgestellt, also früher war das für mich irgendwie ganz lustig, immer in diese MRT-Röhre zu gehen. Ich fand das drollig, diese Geräusche dann und dachte, ach Mensch, du bist irgendwie ist auch ein bisschen funky so. Und aber so seit 10 Jahren kann ich da nicht mehr so reingehen. Da drehe ich durch. Mhm. Ich muss immer granatenmäßig sediert werden. Also es wird immer schlimmer. Zuletzt habe ich es wirklich mit intravenös mit Valium gemacht. Okay. Irgendwie, weil es wirklich nicht mehr ging. Also ich muss nur dran denken, da kriege ich schon Schnappatmung. Mhm. Und aber so alle 2 Jahre mache ich das dann mal. Und da ist der Status eigentlich schon seit Jahren so, wie er ist. Da gibt es irgendwelche Läsionen, die man mal so sieht. Aber das Lustige fand ich, das letzte Mal, als es eine kleine Veränderung gab, sagte der Arzt zu mir, also eigentlich müssten Sie jetzt laut dem, was ich da sehe, gar nicht mehr sprechen können. Also nicht mehr richtig. Also okay. Da müssten Sie so Schwierigkeiten haben. Und es gibt auch diesen Test, wo man den Arm ausholt und dann auf die Nase so. Dieses das, was man so kennt. Dürfte ich das auch nicht mehr können. Aber beides ist nicht eingetreten. Also ich sag mal, das, was man da sieht und was man, die Rückschlüsse, die man daraus zieht, das stimmt dann auch nicht unbedingt überein. Und das ist auch für mich so der Punkt, wo ich sage, was soll ich mich darüber aufregen? Also das ist wie es ist, ich kann nichts dran ändern. So, ne? Und ja, wie gesagt, also jetzt bin ich mit dem, mit ohne Medikamente ganz gut dabei. Okay. Ja. Kompensiert der Körper schön. Die neurologische Reserve ist ja gut. Das ist ja schön. Wahrscheinlich, ja. Genau. Und hast du, also beeinflusst sozusagen das, was irgendwie schon war von der MS, deinen Alltag oder ist alles gut? Nix da? Ich weiß gar nicht, es ist ja so ein Prozess, glaube ich. Man gewöhnt sich dann, glaube ich, an so Sachen, die dann einfach da sind und man arrangiert sich dann damit. Und ich bin dann eher so jemand, der sich nicht daran aufreibt. Also ich nehme das dann, wie es ist, und dann ist das so und dann mache ich was damit. Und das Einzige, was ich wirklich habe permanent, das sind meine Füße. Die sind irgendwann ausgestiegen. Die haben irgendwann gesagt, so, wir sind mal dann mal weg, so. Also ich kann super laufen. Ich stolper auch nicht um gar nichts und ich kriege die Füße auch hoch und so. Aber sie sind halt taub irgendwie, ne? Also die beiden großen Zehen sind noch voll da, aber ab großem Zeh sind die Füße quasi wie abgeschaltet. Und das ist ein Zustand, den ich nicht so richtig supi finde, aber mein Gott, ja, ich kann es nicht ändern. Und was ich merke abends so, wenn ich dann mal so im Bett liege oder auf dem Sofa, dann weiß ich, jetzt kommen die Füße und machen Party. Die krampfen dann gerne mal und ist für mich eigentlich ganz lustig, weil ich dann immer denke, es hat auch keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Ich nehme das dann so, wie es kommt. Das tut dann auch weh.
Aber ich irgendwie, ich atme dann da so rein. Und das ist vielleicht so ein bisschen Masochismus, ich habe keine Ahnung, aber ich gucke mir das an und dann finde ich das lustig, weil die Zehen machen dann ja so eigene Sachen dann. Die bewegen sich dann so und ich denke so, ach, guck mal, was die alles können. Ne? Und ich gucke einfach nur zu und finde das lustig. Und manchmal denke ich dann so, oh, komm, ey, jetzt mach mal fertig hier und ich ertrag's kaum. So, aber ich weiß ja auch immer, es geht auch wieder vorbei. Mhm. Also es ist nie so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, das bleibt in so einem Dauerzustand. Überhaupt nicht. Mhm. Okay, ja. Super. Jetzt arbeitest du in ziemlich vielen kreativen Bereichen. Wie ist das denn? Was kam da zuerst und wie war dein Weg ins kreative und freischaffende Leben? Wie ging's los? Ich versuche mal die Kurzfassung. Abitur, Zivildienst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da habe ich 20 Monate Zivildienst gemacht, weiter beschäftigt, bis ich dann alle meine 10 Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen hinter mir hatte und alle nicht bestanden habe. Und ich dann dachte, ja, irgendwas muss ich aber in der Richtung machen. Habe dann Theaterwissenschaft studiert, habe Magister gemacht, währenddessen Praktika bei Radios und bin dann beim Radio geblieben, habe 15 Jahre Radio gemacht. Das war auch sehr viel Privatradio dabei. Dann bin ich da rausgegangen worden, würde ich mal sagen. Ich war da in einer ziemlich exponierten Position und dann kam die große, ich glaube, es war so um die 2000er, als die Börse dann das erste Mal mit der Internetblase explodiert ist. Dann hatten die alle kein Geld mehr und dann war ich denen zu teuer und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, oder die haben gesagt, auf Wiedersehen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und war 8 Jahre und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich hatte dann Glück und konnte dann tatsächlich 8 Jahre lang Theater spielen. Aber davon kann man natürlich nicht leben. Also das ist ein Job, den hat man dann im Jahr oder vielleicht 3 oder so und dann spielt man da so rum und macht dann die klassische Mischkalkulation und nimmt so andere Sachen noch. Alles das, was ich kann, habe ich dann gedacht, was kann ich denn so? Womit könnte ich denn so alles Geld verdienen? Und ja, dann habe ich auch als Journalist, dann habe ich angefangen zu schreiben. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe vorher immer nur Radio gemacht und dann dachte ich, jetzt versuche ich es mal mit dem Schreiben und habe dann tatsächlich gerade mit dem ersten Text, den ich dann auch geschrieben habe, bin ich dann im Chrismon gelandet. Also das hat mich dann schon sehr gewundert, dieses evangelische Magazin. Also gleich ganz fett oben angefangen irgendwie. Das blieb dann aber auch bei 2 Texten und dann war es das auch erstmal. Ne? Und später dann immer so kleine Geschichten, mal für den Tagesspiegel was oder für die Berliner Zeitung, aber auch nicht viel. Also es sind alles so Kleckersachen gewesen. Und das kombiniert mit dem und ich habe viel Pressearbeit gemacht für andere Leute. Ich glaube, das machst du auch. Ne? Und ja, Pressearbeit, da habe ich dann mal immer so Jobs gehabt und ja, und dann eines Tages wurde mir ein Stellenangebot angetragen, das für mich interessant war und da habe ich mich eigentlich auch gefreut, dass ich erstens darauf hingewiesen worden bin, dass sie gesagt hat, das wäre doch ein Job für dich, mach das doch mal und ja, und dann bin ich jetzt seit 10 Jahren der Pressesprecher einer Stiftung des öffentlichen Rechts in Berlin und zwar eine Institution, die vor 150 Jahren dafür gesorgt hat, dass Frauen überhaupt arbeiten dürfen. Okay, super. Das ist der Lette-Verein und den gibt es bis heute, ist ein erfolgreiches Institut, wo man vollschulisch Berufsausbildung machen kann. Und das ist für mich total super, weil das ein absolut sinnvoller Job ist. Mhm. Es ist so schön, wenn man sieht, dass da junge Leute reinkommen. Da sind auch manche dabei, die brauchen absolut die Hilfestellung noch. Da gibt es einen so einen Kurs, wo Leute kommen, die haben keinen Schulabschluss geschafft. Die anderen, die sind dann Fotografen und die werden dann Modedesigner oder Chemie, Biologie, Laboranten oder solche Geschichten. Ja, aber dann gibt es diese kleinen Geschichten. Und der, wenn man dann sieht, da ist dann von 20 Leuten sind 3 dabei, wo man denkt, die haben keine Chance gehabt. Und das klappt dann. Das finde ich total toll. Da freue ich mich wirklich, da gehe ich total mit. Und das ist auch mein Thema. Ich selbst bin auch so ein Arbeiterkind
und war einer von den wenigen, die dann auch Abitur gemacht haben. Und ich finde das immer ganz toll, wenn das dann klappt. Und das ist für mich ein Job, der mir eine gute Basis gibt, um die anderen Jobs, die ich mache. Also als Synchronsprecher kriege ich ab und zu mal Aufträge, die kommen dann auch mal und dann kommen sie halt wieder nicht. Ne? So, also das kann sein, dass ich 50 Stunden im Studio stehe, dann mal in Folge und dann aber auch mal ein ganzes Jahr lang gar nicht mehr. Also und das ist halt das Thema freischaffender Schauspieler oder Moderator. Dann kriegt man da mal eine Moderation von einer Veranstaltung irgendwie, dann sind das vielleicht 2 oder 3 im Jahr. Und dann kriegt man vielleicht auch mal 10 und dann kriegt man aber wieder gar keine. Und das ist einfach sehr cool, jetzt diesen sinnvollen Job, in dem ich sehr viel Freiräume habe, einfach damit zu kombinieren. Und der Hintergrund ist, habe ich gerade gesagt, ich bin so ein Arbeiterkind. Das ist mal lustig. Mein Vater ist Musiker gewesen. Und immer wenn man dann so als ich, der ja inzwischen auch oft mit anderen Menschen zu tun hat, die aus anderen sozialen Strukturen kommen, also irgendwelche Akademikereltern haben auch noch. Und wenn ich dann erzähle, mein Vater war Musiker und dann, ach ja, welches Orchester? Geige oder was hat er gespielt? Und ich so, nee, mein Vater hat die Hammond-Orgel gespielt und hat schön auf Hochzeit gespielt, ne? Ola Paloma Blanca. So, das hat er gemacht. Und Rosamunde. Und damit hat er aber eine 5-köpfige Familie ernährt. Und das fand ich immer toll, finde ich immer noch toll. Er lebt ja auch zum Glück noch. Und ich glaube, er ist auch schuld daran, genau wie meine Mutter. Vielleicht auch das gesamte Ruhrgebiet, ich idealisiere das jetzt immer so ein bisschen aus der Entfernung, weil ich schon so lange weg bin da, aber diese pragmatische Haltung. Also mein Vater, der hat immer, wenn jemand kam und ihm gesagt hat, so hier, das macht man doch aber so nicht, dann hat mein Vater immer gesagt, ja, wer ist denn Mann? Interessiert mich nicht. Ich mache das, wie ich das will. Auf Wiedersehen. Und dann meine Mutter, die war auch genauso gestrickt. Die war natürlich die deutlich ruhigere von den beiden, aber die hat dann immer, wenn irgendwelche kleinen Katastrophen passiert sind, was weiß ich, der Nachbarjunge hat sich die Birne eingehauen und blutet am Kopf, dann ist sie nicht erstmal eine Stunde im Kreis gelaufen und hat gerufen, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Nee, die hat gesagt, komm hier, du machst mal zack, bumm, hier, fertig und nutzt ja nichts, muss ja. Ne? Und dann wurde das gemacht. Und das war so ein bisschen das Motto, hart, aber herzlich, aber es war einfach so ein, ich glaube, da gibt es einen guten Begriff dafür, das ist nicht der, gestern habe ich ihn noch gehabt. Wie heißt denn der? Nicht Altruismus, das ist ja was anderes. Ist egal, fällt mir gleich wieder ein. Ja. Ja, schön, genau. War einfach sozusagen machen, helfen. Krankenwagen rufen, den anderen sagen, hier bitte abschirmen, die Leute mit dem Handy gleich mal alle wegschicken, was auch immer, ne? Pragmatisch die Situation angehen und lösen. Ja, und nicht das Fragen nach warum und wie konnte das passieren, was hätten wir denn um Gottes Willen und der andere ist dabei verblutet. Und der andere stirbt nebenbei. Also, nee, also ich habe auch mich beobachtet, ich kann mich erinnern, ich hatte damals mein Vorstellungsgespräch für diese Stiftung, musste dann mit 6 anderen vortouren und 1,5 Stunden dann eine Performance hinlegen und das hat mich dann schon gefreut und ich glaube, ein entscheidender Punkt, das habe ich dann so rausgehört, war dann eine so eine Frage, die ich dann beantwortet habe und gesagt habe, wissen Sie was, Sie können mir irgendeinen Job geben, irgendeine Aufgabe geben, wo ich vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht weiß, wie es geht, aber ich finde eine Lösung. Die gibt es dann dafür. Und ich glaube, dass das so der Punkt ist und das ist diese gesamte Haltung. Das ist mit der MS genau das Gleiche. Ich nenne das so als sportliche Herausforderung. Das kann ich natürlich auch nur sagen, weil ich einfach nicht so sehr krank bin. Ich habe genügend andere Leute gesehen, die wirklich richtig krank sind. Ich habe vor 3 Jahren eine Kur gemacht. Weil ich dachte, das muss ich mal machen jetzt. Auch, es war so eine Misch, da ging es auch um Rücken, Bandscheibe und so weiter und so. Und dachte, das machst du jetzt mal. Würde ich nie wieder machen. Never ever again. Weil es gibt dann da so Leute, die gehen dahin, die machen sich einen Sport draus.
alle 3 Jahre. Man kriegt ja dann so einen Brief, habe ich letztens gekriegt. Wie wäre es, wenn Sie mal wieder eine Kur machen würden bei uns in der Klinik? Und ich so, nein, mache ich nicht. weil die wollen natürlich auch Geld verdienen. Und da habe ich eben auch Leute gesehen, die richtig schlimm krank waren. Und das war für mich, ehrlich gesagt, nicht förderlich, das zu sehen. Und ich dachte so, nee, ich werde damit konfrontiert und das, die sagen dir dann so, ja, das kann ja auch alles noch passieren. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich gar nicht wissen. Will ich nie wissen. Ich habe auch am Anfang mal, bin ich mal in so eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und danach habe ich gedacht, wie blöd ist das eigentlich mit dieser Selbsthilfegruppe? Da gibt es bestimmt Leute, die das ganz anders sehen als ich, aber ich kann mich erinnern, ich kam da rein und da war dann einer da, der eine hatte Krücken an der Hand und der nächste saß im Rollstuhl. Und die sahen mich dann und sagten dann so, ja, so wie du war ich vor 8 Jahren auch noch. Und dann habe ich gedacht, vielen Dank. wollte ich das wissen? Das ist, und das, ich bin dann auch nicht mehr da hingegangen. Ich sage, was soll da? Quatsch. Und ich habe auch mal sowas im Grunde schon gemacht, als ich damals in Bayern Theater gespielt habe. Da war das auch bekannt mit der Multiplen Sklerose. Das hatte sich dann darum gesprochen. Und dann kam die ortsansässige MS-Gesellschaft auf mich zu und wollte also, dass ich da einen Vortrag halte. Und wie toll doch mein Leben mit MS ist und wie toll das ist, jetzt als Schauspieler trotzdem noch zu agieren. Ich hatte damals auch mehrere Rollen, wo ich wirklich eigentlich permanent auf der Bühne war, 1,5 Stunden und nie von der Bühne verschwunden bin und da immer rum agiert habe, wie blöd. Es war schon sehr anstrengend, ich weiß gar nicht, ob ich es heute noch könnte, aber das war ganz schlimm. Also ich kann mich erinnern, ich stand da vorne und dachte, okay, ich erzähle denen jetzt hier was. Und dann kam wirklich, und es tat mir auch leid für die Leute, da kamen Leute, die waren richtig schlimm krank. So ein 20-Jähriger, der hat nichts mehr gemacht. Der saß nur noch in seinem Rollstuhl und dem musste geholfen werden, und zwar rundum. Und ich stand davor und habe den, ich empfand das als ungerecht, so, ne? Und habe gedacht, was gibt dem das, wenn der mich jetzt hier sieht? Das gibt dem gar nichts, so, ne? Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und ich habe, glaube ich, erstmal einen Tag lang nur geschlafen, weil ich so fertig war von der Situation. Das hat mich so, habe ich selten erlebt, aber es hat mich so mitgenommen, dass ich dachte, das machst du nie wieder. Das machst du, weil du einfach damit konfrontiert wirst und denkst so, nee, das ist irgendwie nicht so geil. Ja, aber ist unterschiedlich, ne? Kommt immer ein bisschen auf die Leute drauf an. Ich habe ja hier mehrere Leute auch schon interviewt, manche haben es deutlich stärker, aber es kommt immer drauf an, wie die Leute mit umgehen, und da gibt's auch ganz positive. Also ich glaube, der Typ Mensch, der du bist, der ändert auch, der wird nicht durch eine Krankheit geändert. Ich glaube, du bleibst der Typ Mensch, der du bist, fast immer. Gibt sicherlich ein paar wenige Situationen, aber ich denke, es gibt Menschen, die sind sehr glücklich, trotz schlimmer Schicksalsschläge, und ich glaube, es gibt Leute, die sind kerngesund, reich und alles und sind trotzdem nicht glücklich. Das ist so eine Frage von Resilienz, ne? Also genau. Was mache ich aus meinem Leben, und ist für mich das Glas halb voll oder halb leer? Und für mich ist es halt immer halb voll. Genau. So, und selbst wenn da noch bloß noch ein paar Tropfen drin sind, ne? Also am Ende. Dann wird das jetzt demnächst wieder gefüllt, ne? Das kann man halt echt unterschiedlich sehen. Genau. Ja. Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, es klang so, als ob du nach der Diagnose eigentlich gleich relativ offen mit umgegangen bist mit der Krankheit. Hast du irgendwie Bedenken gehabt, dass du vielleicht weniger Aufträge bekommst, oder wie war das? Nee, das war ja so eine Situation, die, das war in den 90er Jahren, ja, und das war so eine Zeit, ich war so Anfang, Mitte 30, nee, Anfang 30 war ich, Anfang 30. Und ich war umzingelt von Menschen, die im Privatradio alle große Karriere machen wollten. Die haben also, habe ich auch gemacht, 70 Stunden die Woche gearbeitet, kein Privatleben. Familie war die Arbeit, und man hat alles zusammen gemacht und so weiter. Und dann war das ja relativ schwer zu sagen, ich bin dann mal im Krankenhaus, und keiner weiß, warum. Da gingen sofort die Gerüchte um. Damals war gerade der Rinderwahnsinn unterwegs und Creutzfeldt-Jakob war ein großes Thema. Und dann erreichte mich das Gerücht, dass sie alle annahmen, ich hätte Creutzfeldt-Jakob oder aber auch sehr gerne HIV, also AIDS, wo ich dann dachte, nee, also das werde ich jetzt mal klarstellen.
Das war dann natürlich auch lustig, weil das auch wirklich absolut die Granaten-Klischee-Falle gewesen ist. Denn die Vermutung, dass ich jetzt AIDS habe, lag einfach nur daran, dass sie wussten, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Also damals noch nicht, aber heute bin ich mit einem Mann verheiratet. Und ich dachte so, ja, es lebe das Klischee. Und damit habe ich gesagt, nee, das lasse ich mir auch nicht gefallen. Also das erzähle ich denen jetzt und dann gab es auch kein Zurück mehr. Also da hätte ich dann auch danach nicht wieder anfangen können zu sagen, ich erzähle das jetzt keinem mehr. Das war durch und hat mich aber auch nicht gestört, weil das ist so ein Teil des Prozesses. Das ist genau wie die andere Baustelle, genau wie das Thema, ich lebe mit einem Mann zusammen. Habe ich ja auch die Erfahrung gemacht. Ich habe es viele, viele Jahre einfach nicht wahrhaben wollen und den Leuten einen erzählt und mir selber auch was vorgemacht. Und wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, dass ich das schon einmal anders durch hatte, auch mit einer Krisensituation fertig werden zu müssen. Und ich nehme das jetzt eigentlich als ja eine Aufgabe mehr, mit der ich mich beschäftigen muss. Und ist aber nicht mein Thema. Also dass wir jetzt so darüber reden, das ist jetzt mal die große Ausnahme. Ansonsten rede ich da kaum drüber. Ich habe zwar jetzt auch noch diesen anderen Podcast, aber das sind ja dann immer diese genau diese halbe Stunde, einmal im Monat, und ansonsten schweige ich zu dem Thema, weil ich das gar nicht zu meiner Hauptbaustelle machen möchte. Nee, du bist ja hier auch als Mutmacher eingeladen, einem einfach zu zeigen, man kann ganz vieles, ne? Also weil mich erreichen auch immer mal irgendwie Anfragen und was für Jobs kann man machen. Und da hatte ich zum Beispiel auch aus dem kreativen Bereich schon Anfragen und dann dachte ich mir, ha, deine Kolumne habe ich schon ein paar Mal gelesen, ich frage dich jetzt mal, du gehst deinen Weg und das soll doch auch niemanden, bloß weil man die Diagnose MS hat, irgendwie davon abhalten, das Ding zu machen, was man machen will. Das sage ich immer, aber es ist halt schön, wenn das von mehreren Menschen gesagt wird, ne? Und Ich habe das tatsächlich mal gehabt, da hatte mir nämlich auch jemand hier von der MS-Gesellschaft in Berlin mich angefragt und gesagt, ich habe hier einen jungen Mann, der ist zu uns gekommen, der ist ganz verzweifelt, der hat nämlich gerade MS-Diagnose bekommen und der fängt jetzt die Ausbildung, der ist an der UdK angenommen worden und der wird Schauspieler. Da war ich im ersten Moment war ich natürlich neidisch, weil ich dachte so, ja, Arsch, der hat's geschafft und du hast es nie geschafft. Dann habe ich mich mit dem getroffen und inzwischen ist, der hatte auch wirklich nochmal so eine zusätzliche Geschichte. Seine Mutter war da nämlich auch nochmal belastet. Das war so ein Familienthema offensichtlich. Er hatte MS und die Mutter hatte ALS. Also das war natürlich nochmal schlimmer. Und der hatte große Angst, dass es bei ihm ganz schlimm wird. Ist es aber nicht, weil ich habe ihn jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder, der ist längst fertig mit der Ausbildung. Ich habe ihn auch bei seiner Abschlussvorstellung gesehen von der Ausbildung und bin schon häufiger im Fernsehen gesehen bei irgendwelchen Werbespots zum Beispiel oder so. Also der ist jetzt kein Staatsschauspieler geworden, noch nicht, aber immerhin, er hat sein Ding gemacht und das fand ich irgendwie toll. Schön, genau. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Was würdest du den jungen Menschen mit MS raten, die vielleicht am Anfang der Berufslaufbahn stehen und auch einen kreativen Beruf starten wollen? Ja, machen. Einfach machen. Also ich glaube, dass wenn man einen ganz großen Wunsch hat und aus irgendeiner Eventualität, die da wahrscheinlich nicht unbedingt eintritt, vielleicht tritt sie dann ein, aber dann fällt dir schon was Neues damit ein. Ich würde es immer machen. Das ist so wie da, wo ich arbeite in diesem Lette-Verein, da werden auch Modedesigner ausgebildet. Und Modedesignerinnen natürlich auch ganz viele. Und es gibt in Berlin, glaube ich, 10 Möglichkeiten, Modedesigner zu werden. Es werden im Jahr ungefähr 300 davon auf den Markt geworfen. Die braucht kein Mensch. Die werden auch nicht gebraucht. Niemand wird heute mehr Jean-Paul Gaultier oder Lagerfeld. Das ist vorbei. Aber denen sage ich dann immer, wenn du das unbedingt willst und wenn du sterben würdest, wenn du das jetzt nicht machen würdest, wenigstens versuchen, dann mach's. Mach es einfach. Das ist wie mit der Schauspielerei oder auch damals selbst mit meinem Studium Theaterwissenschaft, als ich das gemacht habe. Mein Vater hat mich damals gefragt, sag mal, was bist du eigentlich, wenn du fertig bist mit dem Studium? Und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich war wahrscheinlich arbeitslos. Und dann hat er gesagt, oh, ist ja gut, dann weiß ich ja schon Bescheid. Und der hat darauf vertraut, dass ich was draus mache. Und
es hat dann ja auch geklappt. Und ich würde das wirklich allen sagen, macht, was ihr wollt, weil nee, daran wird man dann krank, glaube ich. Wenn man immer gegen seine eigenen Leidenschaften ankämpft, immer machen, einfach machen. Man muss natürlich auch ein Netz haben oder sagen so, okay, so wie ich das jetzt für mich nach vielen Jahren einfach so etabliert habe, dass ich sage, Mischkalkulation, such dir noch was anderes, was dich unabhängig von dieser Unsicherheit macht. Und dann kann man das machen. Und wie hast du das, wie hast du dir diese Mischkalkulation zusammengestellt? Also weil eben, wie gesagt, die finanzielle Sicherheit ist ja so ein Ding. Also wie, du hast gesagt, der eine Job wurde an dich rangetragen, wo du jetzt arbeitest, Radio, bist da auch dazu gekommen? Wahrscheinlich, weil man dir gesagt hat, du hast eine schöne Stimme, hast du ja bis heute. Macht ja Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Schauspieler hast du direkt gemacht. Wie bist du zum Beispiel an die Sache mit dem Schreiben oder so gekommen? Oder wie hast du es dir für dich kalkuliert, sagen wir mal so, dass du sagst, okay, wenn ich das erreiche, dann pass. Notfalls gehe ich halt auch Autos putzen oder was auch immer in der Bar arbeiten. Ja, genau. Also ich, jetzt fällt mir das Wort ein, das mir vorhin gefehlt hat. Utilitarist. Ich bin, glaube ich, ein Utilitarist, der dann einfach sagt so, wenn es der Allgemeinheit was nützt, dann mache ich das. In dem Falle nützt es mir jetzt zwar nur was, aber das ist so ein Ding. Ich habe dann auch eine Zeit lang als Verkäufer gearbeitet, habe ich mal ausgeholfen. Das war auch in der Zeit von Freunden, die haben einen neuen Laden aufgemacht und die haben gedacht, ach, wir könnten mal so eine Aushilfe gebrauchen. Dann habe ich mal ein paar Stunden da gearbeitet. Das war aber super, weil ich dann so ein bisschen Marketing auch lernen konnte noch. Mhm. Und wie gehe ich mit Kunden um und wie spreche ich die an und was. Und das kann ich heute auch noch benutzen. Also ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, Solo-Programme zu schreiben. Mein jetziger Mann, der hat mich damals vor 16 Jahren auf die Idee gebracht, du kannst super singen, mach doch mal was draus, mach doch mal ein Bühnenprogramm. Und dann habe ich Bühnenprogramme geschrieben, das war auch das erste Mal. Und dann wusste ich aber, wie ich es verkaufen kann. Und habe mich an sämtliche Theater in Deutschland gewandt und gesagt, ich habe hier ein Produkt, wollen wir das haben? Und schlussendlich habe ich es, ich glaube, 50 Mal in Deutschland gespielt. Und irgendwann habe ich dann auch bis hin zum Schmidt-Theater in Hamburg. Das war dann auch so ein Ding, wo ich dachte, okay, das kannst du auch. Würde ich heute auch nicht mehr machen, weil mir das auch irgendwie, also das Thema ist auch nicht mehr so richtig meins. Und aber das war alles so, ich glaube, wenn jemand in so einer Situation ist und der, wie du vorhin gefragt hast, nach der Mischkalkulation, ich glaube, man muss einfach gucken, was kann ich alles? Und einfach mal ausprobieren. Und vielleicht hat man dann ja auch Spaß daran. Könnte ja sein. Und man lernt nichts im Leben umsonst. Das ist auch mein Motto. Egal, was man macht. Ne? Selbst wenn es irgendwo vermeintlich eine Sackgasse ist, man nimmt immer irgendwas mit, was man dann an anderer Stelle vielleicht wieder nutzen kann. Ja. Jetzt schreibst du eine Kolumne. Die habe ich ja schon mehrfach erwähnt in einem Patientenmagazin. Die finde ich auch ziemlich lustig. Da berichtest du über bestimmte Begleiterscheinungen irgendwie, die mit der MS im Alltag stattfinden. Bekommst du denn darauf Feedback und wie wählst du die Themen aus? Also Feedback ist tatsächlich relativ wenig. Also ich kriege ab und zu mal über Facebook vielleicht mal eine Nachricht oder mal, dann macht sich vielleicht noch jemand die Mühe und googelt noch ein bisschen rum und findet dann meine Homepage möglicherweise und dann über dieses Kontaktformular oder E-Mail-Adresse kriege ich da mal eine Nachricht. Es ist aber nicht so viel. Ich glaube, dass die Leute, die das gut finden, das finden die dann gut und dann ist gut. So, ne? Das muss aber offensichtlich funktionieren, weil das ich ja jetzt schon seit 10 Jahren mache und die Agentur, die dann wiederum für Tefa, ist das Tefa Pharma, agiert, die bestellen das ja immer wieder bei mir. Also die haben dann ja auch nicht irgendwann gesagt so, ach komm, nee, jetzt ist auch mal gut, jetzt machen wir was anderes. Nö, ist ein fester Bestandteil in diesem Heft und mir macht das auch Spaß. Also ich schreibe das total gerne. Es ist interessant für mich zu beobachten, wie das funktioniert. Meistens ist es so, die sagen, das Thema des Heftes ist fällt ihnen was dazu ein und dann habe ich in der Regel sofort die erste Idee und das ist dann auch die richtige. Und dann laufe ich so einen halben Tag durch die Welt
nebenbei rattert es in meinem Kopf und dann setze ich mich an den Tisch und dann knalle ich das da rein. Dann sind das so 3500 Zeichen ungefähr, dann knalle ich das in die Tastatur und dann lasse ich es aber nochmal 3 Tage liegen. Mhm. Und dann bearbeite ich das noch, bis es dann in die letzte Fassung kommt. Aber im Wesentlichen ist das Erste schon das Richtige. Und das ist dann so wie bei, wenn Sie jetzt zum Beispiel, das Thema hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, das Thema des nächsten Heftes ist Gleichgewicht, zum Beispiel. Dann könnte ich sagen, ja, fällt mir noch was ein, ich mache ja Mobiles, da geht's ja auch um Gleichgewicht. Und Gleichgewichtsstörung hat man ja auch gerne mal als MS, also da kriege ich mal irgendwie so eine Verbindung. Mhm. Und dann kann ich dann schon auch was Lustiges draus machen. Und mein Ziel dabei ist eigentlich immer den Leuten zu sagen, ist alles nicht so schlimm, ne? Und bleibt mal alle ganz entspannt. Kopf hoch, genau. So. Die Mobiles. Schön, dass du die gleich hier angesprochen hast. Um die geht's jetzt auch. Wie bist du denn dazu gekommen, die zu bauen? Ich habe halt für sowas keine Geduld. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich würde das auch gerne machen. Und dann bin ich relativ schnell etwas aufbrausend geworden, weil es mir zu lange gedauert hat. Aber ich habe die gesehen im Etsy-Shop und die sehen hübsch aus. Ja, also ich habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also Lockdown letztes Jahr, ne, März, ging los und ich habe dann gleich zu meinem Mann gesagt, so wir gehen jetzt in den Baumarkt, wir kaufen jetzt alles und wir werden jetzt diese Wohnung renovieren, weil wir konnten kaum Homeoffice machen, weil wir die Möglichkeiten gar nicht hatten, wir mussten aber zu Hause bleiben. Und dann haben wir wirklich 5 Wochen lang hier die Wohnung renoviert. Die sieht jetzt aus wie schöner Wohnen, ist total super. Uns fällt auch nichts mehr ein. Also ist jetzt erstmal perfekt so. Und in dieser Zeit war es dann so, dass wir das Glück hatten, das war aber vorher auch schon so, und dann haben wir den auch genutzt. Über unserer Wohnung hier, ist nicht unsere Eigentumswohnung, ist eine Mietwohnung, ist ein Hobbyraum frei geworden, weil Nachbarn den abgegeben hatten und der ist direkt über unserer Küche. Mhm. Wir müssen nur die Treppe raufgehen und dann sind da 27 Quadratmeter extra und haben gesagt, geil, können wir jetzt mal schön Wäsche trocknen, schön auch ein bisschen basteln und so. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin irgendwie auf dieses Thema Mobile gekommen und dann dachte ich, das fand ich immer irgendwie schön. Warum, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich wirklich ganz viele Sachen angeguckt im Internet und habe festgestellt, dass der berühmteste von allen Alexander Calder ist, der sogar auch in der MoMA auch hängt und gehangen hat. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Und dann habe ich versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich alle möglichen verschiedenen Dinger, die man da machen kann, also auch Stilrichtungen ausprobiert habe, nämlich wusste, wie das dann geht. Und das Schöne daran ist, es hat so was Meditatives. Mir ist dann komischerweise, ich bin eigentlich auch eher ungeduldig, aber bei dem Ding ist mir das dann passiert, dass ich wirklich da, weil ich ein Ziel hatte. Ich wollte, dass da was bei rauskommt und das war ein relativ erreichbares Ziel. Und dann habe ich da manchmal wirklich 3-4 Stunden da oben rumgedödelt und habe das gar nicht gemerkt. Und das fand ich für meine Verhältnisse schon ganz gut. Und jetzt hängen die hier so rum. Und ich habe die dann auch verkauft und zum Teil, also privat auch gar nicht über den Etsy-Shop. Das war dann mehr so, ach, kann ich da ja auch noch machen und so. Und da war dann das Lustige, dass ich das allererste, das ich überhaupt über Etsy-Shop verkauft habe, gleich nach Tokio verkauft habe. Ja, sehr gut. Jemand aus Tokio hat das gekauft. Und ich dachte so, Und dann ist aber auch nochmal das Witzige gewesen, dass das eins von denen gewesen ist, das aus so einem Resterampe entstanden ist. Ich hatte nur so ein paar Metallteile. Ich dachte so, was mache ich denn jetzt damit? Das schmeiße ich doch nicht weg. Und dann habe ich das nochmal lackiert und habe gesagt, und dann arrangiere ich das mal irgendwie. Und dann sah das aus wie so ein rennender Mensch,
habe das Ding dann Running Man genannt. Ja, zack, boom, war das Ding verkauft. Und ich dachte, ja, super. Ne? Und jetzt, ich werde bestimmt bei meinem, ich habe dann auch für Kollegen extra Anfertigungen, die haben sich dann eine Alexander Calder Kopie gewünscht, die habe ich dann auch nachgebaut. Kriegt er ja nicht mehr mit, der ist ja schon tot. Und so, nee, und das hat mich auch gefreut. Und ja, das kann ich wirklich nicht sagen, wie es entstanden ist, aber es ist, ich finde es nett. So. Und hier hängen jetzt auch so zwei in der Wohnung und mein Vater hat auch gleich eins bestellt, wollte für seine Terrasse haben, da irgendwie. Ja, so. Schön, super. Nette Geschichte. Genau. Abschließend zum, sag mal, MS-Thema, so welchen Durchbruch wünschst du dir denn für die Behandlung der MS in den kommenden 5 Jahren? Das ist so eine Frage, die ich auch gerne stelle. Ich habe mal irgendwann was gelesen, auch im Zuge jetzt der Impfstoffe für die Corona-Impfung, dass man da mit diesem System auch viele andere Krankheiten irgendwie wohl auch Krebs und so weiter behandeln können wird, stoppen. Möglicherweise oder stoppen. An der Stelle und, anhalten. Ja, und ich würde das gerne, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in die Richtung geht und das ist jetzt eine sehr eigennützige Geschichte. Ich würde mir wünschen, dass ich ein Medikament bekomme in den nächsten 5 Jahren, das meine Füße wieder anschaltet. Mhm. Dass die wieder guten Tag sagen und ich nicht sage so, ey, ja, schlaf weiter. Also das ist geforscht, hatte ich auch schon zu Gast. Dr. Claire Jacobs meint, die forscht dran, Myelin wieder zu reparieren. Also ach, sind auf jeden Fall beginnen mit Studien am Menschen. Ja, ja, ganz spannend. Das wie schnell ja, das dann geht, aber sehr aber spannend. Aber es würde ja wirklicherweise bedeuten, dass ja auch Menschen, die querschnittsgelähmt sind, dann vielleicht auch diese, genau. Das wäre ja super. Das ist der ihren Motivation, die hatte mal einen Skiunfall und da war die auch sozusagen für eine Zeit lang querschnittsgelähmt. Ja. Die konnte, kam wieder raus und genau deshalb ist das ihr Forschungsschwerpunkt geworden. Und das wäre aber halt auch für MS, für beides. Ja, perfekt. Super. Ich sehe gerade, ich glaube, dein Mann ist gerade nach Hause gekommen. Der stand hinten hinter der Glastür. Der will zum Sport. Der will zum Sport, genau. Dann machen wir es einmal fertig. Wir müssen es zackig machen, genau. Hast du Tipps bei Symptomen mit der MS, was du da machst? Ja, Sport. Ganz viel Sport. Sport, 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 Sport. Sport. Wenn ich eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Crosstrainer bin, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Sehr gut. Gibt es einen großen unerfüllten Wunsch, den du dir erfüllen möchtest noch? Oder lebst du alles? Ich habe so das Gefühl ganz oft, ach komm, ich habe Warten auf Godot gespielt, das beste Theaterstück der Welt. Das ist wirklich das aus meiner Sicht das beste Stück, das es überhaupt auf dieser Welt gibt. Es war eines der schwierigsten Stücke ever. Und eigentlich könnte ich jetzt dann auch sagen, okay, ich hatte alles, was ich wollte, ich kann jetzt auch sterben. Ich war verheiratet und all das so, ne? Alles das, was ich mir früher gar nicht vorstellen konnte. Ich würde mir noch wünschen, dass ich eines Tages mal so eine Rolle spielen könnte, wo ich mal so ein Patriarchen oder weiß ich nicht, also so ein Herr im guten, besten Alter und am besten noch mit Marc Waschke zusammen. Mhm. Das ist der Tatort hier, der Kommissar, den ich ja sogar vor kurzem noch im Fitnessstudio hier getroffen habe. Tatsächlich, der wohnt hier irgendwo in der Nähe. Und der ist total gaga, der ist voll durchgedreht. Aber es gibt eine gewisse optische Ähnlichkeit. Jetzt bin ich wieder weg von Boris Becker. Jetzt, also Marc Waschke wurde mir aber auch schon mal vorgeschlagen. Und da würde ich ihm sagen, komm, wir beide, ich bin 2 Jahre älter als du, ich spiele deinen älteren, dicklichen Bruder und wir machen irgendeine Familienstory. Ich glaube, dass das niemals stattfinden wird, aber ich könnte mir das vorstellen, weil ich sag mal, ich so als Schauspieler, ich bin mehr so, sagen wir mal, so Medium und er ist Deluxe. Aber vielleicht könnte ich von ihm noch was lernen, das fände ich toll. So. Ja, Blitzlichtrunde, jetzt wirklich kurz antworten. Ja. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Hör auf deinen Bauch. Wie lautet dein aktuelles Lebensmotto? Ich bin hier, um gute Laune zu verbreiten. Das ist sehr schön und das tust du. Mit welcher Person würdest du gern mal ein Kamingespräch führen und zu welchem Thema? Mit Alice Weidel von der AfD, weil immer wenn ich die sehe, frage ich mich, was ist mit ihr? Was ist da passiert? Und ich würde mit ihr am Kamin sitzen und sagen, warum bist du eigentlich so traurig? Das wäre meine Frage. Ja. Genau, vielleicht kann man es ja lösen, wäre schön, von all diesen Leuten aus der Partei. Ja. Vervollständige den Satz, für mich ist die Multiple Sklerose. Eine zusätzliche, weitere, kleine Herausforderung. Ja. Welche Internetseite kannst du zum Thema MS empfehlen? Aktiv mit ms.de.
Da ist der Podcast auch drauf, den ich gemacht habe. Der heißt MS aktiv begegnen. Sehr gut. So. Welches Buch oder Hörbuch, das du kürzlich gelesen hast, kannst du uns empfehlen und worum geht's dabei? Christoph Magnusson, ein Mann der Kunst. Sehr schön. Ah, ja, meine Tochter. Ja, die findet es jetzt auch ein bisschen zu lang. Der wird jetzt auch zu lang hier. Ein Mann der Kunst, das ist ein gutes Buch. Da geht es um die Bildungsbürgerlichkeit in der Provinz und Menschen, die gerne sich mit Künstlern schmücken und Kulturvereine. Ja. Für mehr Realität im Podcast. Ja. Wow, gute Stimme. Ja, das wird mal was. Okay. Nee, also es ist auf jeden Fall so, das ist eigentlich so ein klassisches Akademiker-Bashing, aber das Schöne ist, er ist nicht so flach, dass er die Leute vorführt und dann sich über die lustig macht. Am Ende mag man die Leute schon dann auch und ich zitiere hier an der Stelle gerne Sibylle Berg, die ich auch sehr verehre, die dann mal im Interview gesagt hat, naja, wenn die dann da diese Akademiker, diese besser gestellten Kulturmenschen dann in ihrer Unterwäsche am Strand stehen würden, ich würde sie dann doch mit auf die Arche Noah nehmen. So. Gut. Hast du noch einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich zum Zeitpunkt der Diagnose geben würdest? Nö, ist alles, it is wie it is, es war alles richtig. Sehr gut. Und möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben? Was will ich denen noch mit auf den Weg geben? Behalte den Humor. Ja, ganz wichtig. Immer. Wo findet man dich überall im Netz? Ach, wenn man meinen Namen googelt, Frank Sandmann, dann kommt man da zu ganz vielen Sachen. Ich wundere mich auch manchmal, was ich da so finde, weil ich bin da jetzt nicht dauernd auf der Suche, aber manchmal denke ich so, ach, guck mal, ach, das haben die über dich geschrieben. So, ja, also Homepage franksandmann.de, Instagram, Facebook, wobei Facebook ist für mich auch nur so ein Nebenschauplatz inzwischen und ein bisschen YouTube, ja. Super. Ich danke dir, du da draußen. Ich hoffe, du konntest alles verstehen. Wie gesagt, meine Tochter, der hat es jetzt gereicht. Die ist 2,5, die hat noch nicht so viel Geduld. Ja, nee, es war mir eine Freude. Und da gut unterhalten kannst du, verstehe ich. Dir weiterhin ganz viel Erfolg. Und ja. Mit allem, was du machst, mit deiner Mischkalkulation, dass es dir immer gut geht und du das immer mit einem gewissen Interesse verfolgen kannst. Und mit größtenteils mit Humor, was die ja. ES mit dir macht und hoffentlich auch genauso sanft weiter mit dir umgeht. Ja, und ich danke dir für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke. Okay. Ganz liebe Grüße nach Berlin. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Hallo, ich bin's nochmal. Ich möchte einen ganz kurzen Nachtrag an der Stelle platzieren. Frank weiß darüber auch Bescheid, ich hatte ihn informiert. Und zwar zu dem Thema, dass Frank keine Basistherapie nimmt und er schubfrei ist. Ja, er ist schubfrei, das hat er ja gesagt, aber er hat natürlich trotzdem Läsionen im Hirn, die man irgendwie im MRT sehen kann. Er hat ja gesagt, dass sein Neurologe ihn angesprochen hat und meinte, eigentlich müsste er bestimmte Ausfallerscheinungen haben, die er nicht hat, was super ist. Freut mich riesig für Frank. Aber seine neurologische Reserve wird in der Zeit aufgebraucht. Und dazu habe ich auch schon einige Folgen gemacht oder das immer mal wieder angesprochen, beziehungsweise natürlich auch die Neurologen, mit denen ich Interviews geführt habe. Diese neurologische Reserve ist begrenzt. Das heißt, irgendwann ist die alle. Und wenn die aufgebraucht ist und alle, dann kann das Hirn nicht mehr entstandene Schädigungen kompensieren und dann kommt man in den chronischen Verlauf. Das wollte ich bloß nochmal an der Stelle sagen. Ich drücke natürlich Frank ganz, ganz doll die Daumen, dass das nie passieren wird und dass er seinen Weg genauso weitergehen kann und wie gesagt, da nie irgendwelche Einschränkungen hat. Aber ich wollte es hier einfach nochmal sagen. Ja? Meine Empfehlung wäre immer, versuchen, die MS so gut es geht mit Medikamenten zu unterdrücken, mit einer kontinuierlichen, verlaufsmodifizierenden Therapie. Denn dann verringert man auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal in den chronischen Verlauf kommt. Und das war's auch schon. Okay, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einige interessante Neuigkeiten erfahren. Wenn du noch mehr Informationen rund um die MS erhalten willst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Newsletter. Dort teile ich meine Erfahrungen mit dir, gebe dir Tipps für einen sanften Verlauf und du erhältst kostenloses und exklusives Bonusmaterial. Außerdem wirst du als Abonnent zuerst über Neuigkeiten informiert.
Du findest den Newsletter auf meiner Webseite www.ms-perspektive.de/newsletter. Melde dich gleich an und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.